Bis zur nächsten maximalen Gesundheit bräuchte ich 100. Weil ich kann ja erstmal weiter sammeln, da kann ich es vielleicht mal ganz schnell nützen. Das war, glaube ich, bei Evil Within auch so. Wenn ich mich damit auflevel und sowieso schon eigentlich sehr am Arsch bin, kurz vorm Sterben, bin ich sowieso wieder geheilt. Da, halt. Nee, doch nicht. Das ist eigentlich ganz nett. Das sollte nicht. Also. Ja. Meiner Meinung nach kann ich das auch entschärfen. Ich würde es eigentlich nicht ausholen. Spieker. Und ich kann. Okay, hier meine Leiter. Wofür? Ich nehme sie erstmal mit, aber wofür? Oder. Ah, okay, ich sehe schon. Oder? Nee, doch nicht. Oder hier, um hier hochzukommen. Das sollte gehen. Hier ist das hier trotzdem. Nee. Boah. Hier ist das hier trotzdem viel zu ruhig. Okay, sie kommt mit. Ich traue den Frieden irgendwie nicht. Lüft es rein. Komm hoch. Okay. Genau, ich gehe nochmal runter. Ich hole nochmal. Ah, das Brett. Hier. Das hier können wir nehmen. Mach Sachen. Deswegen ist, wenn es die ganze Zeit so ruhig. Okay, wir haben jetzt einen Klicker gesehen, aber. Oh, bitte, der ist in eine Falle reingerannt. Und wir sind jetzt kurz vor unserem Kumpel. Oder kann natürlich auch sein, was. Ja. Sehr vorhersehbar wäre, wenn es wirklich so eintrifft, dass wenn wir bei unserem Bruder oder unserem Kumpel von denen jetzt hier ankommen, reicht das? Ja. Dass kurz danach dann die halbe Zombie-Apokalypse losgeht, deswegen. Gut, hier kann man nichts machen. Kann ich hier eigentlich auch so runterfallen? Ich hoffe nicht. Das hätte ich vielleicht mal testen sollen. Scheiße. Am Anfang. Nein. Okay. Oh Mann. Ich habe jetzt nicht so viel Schuss verballert, außerdem. Hör mal zu. Falls wir doch wieder eine Waffe finden, wir können ja keine Munition mitnehmen. Das hatten wir ja gerade eben schon. Ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm sind, überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu ihm. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Okay. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass sie auf uns hören wird. Hier wird doch 100% selber loslaufen. Oder dann irgendwie ihn versuchen wollen zu überzeugen, wenn er uns das Auto nicht geben will oder so. Das ist jetzt erstmal meine erste These. Okay, hier haben wir noch eine Falle. Und da kommen wir nicht hin. Siehst du so. Den Draht? Berühren nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Okay. Ah, schon süß, die Kleine. Okay. Scheiß. Oh! Da ich ja jetzt eh gerade gestorben bin und ich habe Schwein gehabt, dass das später passiert. Doch, ich mach's Fenster mal ganz kurz zu. Bin gleich wieder da. Warte. Hi. Da bin ich wieder. Das Ding ist. Siehst du den Draht? Ich habe gerade gedacht, okay? Juhu. Lass den Kopf unten, dann da sind wir ja gerade nochmal davon gekommen. Ich habe aber gar nicht gesehen, dass da unten noch so ein Ding ist. Ah, fuck. Hörst du das? Ja, ich habe noch das Mikro. Entschuldigung, so. Ich weiß nicht, ich trau dem ganz nicht. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich ihr Schlag getroffen hat. Keine Sorge,
Das wird schon. Sie ist, glaube ich, eher eine Schwarzseherin. Kann das sein? Aber was hat denn hier gekloppt? Toll, voll, alles voll scheiße. Oh, ich hätte auch gerne mehr Kapazität, aber... Oh, Mist! Bäm! Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt! Alter, die Waffe ist geil! Sehen wir uns... Oh gut, das ist kein Messer mehr dran, aber das ist egal. Ja? Ist voll. Auch voll. Ich bin voll. Ihr seid voll. Wir sind alle voll. Oh, ich liebe diese Waffe. Moment. Aber... Wäre natürlich auch nicht so scheiße, aber... Ich glaube, das brauchen wir erst später. Ich würde gerne erstmal auf maximale Gesundheit gehen. Waffe nutze ich eh nicht so oft. Deswegen, haben wir hier noch ein Dokumentchen. Nein. Erst so, dann so. Rachel, Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald, Ezra. Ob sie sich hier okay. Woher soll ich das wissen? Ich finde es jedenfalls schön. Okay, sie ist eine Schwarzseherin und irgendwie auch eine Romantikerin. Toll, toll. Aber hier kann ich jetzt nicht weitermachen, ne? Ich komme hier nicht weiter. Das war jetzt bloß so für... Ja. Ich höre doch noch was von oben. Hä? Ach, lass uns von hier verschwinden. Okay. Gut, war wohl nur für die Notiz. Von hier bin ich gekommen. Habe ich irgendwas zum Werfen? Ist hier irgendwo eine Flasche, weil ich will ungern eine Patrone verschwenden. Gibt's hier nicht, ne? Oder? Doch. Hey, hier gibt's keinen Ziegel, keine Flasche, gar nichts. Überliegt der Scheiß rum? Bloß hier nicht. Okay, zurück, zurück. Okay. Naja, ich gehe mal noch ein bisschen mehr zurück, weil war ja schon mal ein bisschen scheiße. Ernsthaft. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Ja. Ich brauche ein zweites Halfter, das ist kacke. Siehst du? Oh, und das hier. Zurück. Gibt's hier nicht einen Stein oder eine Flasche, die ich einfach drauf ballern kann? Warum muss ich jetzt. Warte. Will er eine. Blalala. Was? Genau deshalb, ich bin viel zu doof zum Schießen. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Beruhig dich doch mal. Ey, das... Okay, ich wollte die Waffe sowieso liegen lassen, aber... Geht doch. Wo ist jetzt meine andere Waffe? Ey, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass meine andere Waffe weg ist, oder? Willst du mich verarschen? Warum habe ich die extra dafür gewechselt? Willst du mich verarschen? Wo ist meine andere Waffe hin? Klar, die volle Waffe oder was? Schmeißt der komplett weg dann oder was? Was ist das für ein Scheiß? Ernsthaft?
Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich brauche ein zweites Halfter dafür. Ich hätte die ganze Zeit die Scheiße mitnehmen können. Oh, leck mich. Wieso voll? Warum? Wo kommt jetzt auf einmal der Stein her? Den hat... Oh. Bleib in meiner Ich könnte gerade so kotzen. Ich könnte gerade so... So kotzen. Ich könnte gerade so kotzen. Ja, komm schon, wir... Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Nicht so wie die guten Fallen, das ist eine Scheißfalle. Da, der Kühlschrank, das ist das Gegengewicht. Okay. Ist schon ein bisschen böh. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Alter, in VR wäre das, glaube ich, echt krank. Da habe ich, glaube ich, kurz. Scheiße, sie kommen! Oh, natürlich! Oh, Alter. Oh Gott! Alter, ich kann so schon gar nicht zielen. Schwein gehabt. Kannst du nachladen? Ja. Oh. Ich werde das nicht überleben! Erschieß sie doch einfach, Mann! Erschieß sie doch, Junge! Hör auf damit! Erschieß ihn! Hey, seit wann hat der automatisches Zielen drauf? Oh, oh. Alter, 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 nein, 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 Hey, der hat doch sonst nicht automatisch gezielt. Fuck. Wow. Oder macht er das bloß nach so einem Angriffen? Nein. Nein, 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 nein. Bei dem bin ich da. Oh, oh. Alter, bist du doch nicht tot. Das kann echt dauern. Kümmer dich ums Seil! Oh. Oder muss er das Seil selber zerschießen? So, er ist weg. Er lebt! Was bist du? Oh, da kommt er nicht so. Wow. Bei dem Klicker wird scheiße. Komm, piss dich! Ist mir eine Rosack. So. Oh, 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 oh. Nein, nein. Leck mich, geh weg. Nein, du solltest nachladen, Penner. Ich meine, bei dir geht's ja noch. Die tun mir ja im Endeffekt nicht, aber wenn der Klicker kommt, dann bin ich wieder am Arsch. Wenn ich ordentlich schießen kann. Ah, genau das meine ich. Komm, 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 Beeilung, Beeilung, Beeilung. Bist du tot? Bereit, Ellie. Hat sie so. Scheiße! Alles okay? Ja. Los, du schaffst es. Danke. Was hat ihm jetzt rübergeworfen, bitte? Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Nicht durch! Beeil dich! Ich bin doch schlecht im Schießen, Mensch. Das könnte mir nicht antun, hier mit zig Leuten zu kommen. Alter! Das ist Kitten in Ruhe, Junge. Hä, willst du mich verarschen? Ach nee. Oh oh. Das Schöne ist, die Verballer ja gar keine Munition.
kann ja auch so drauf halten. Wow! Au, weißt du, wie das auf den Kopf geht? Wow! Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Ich glaub, da ist er! Oh Gott! Nein, du sollst zuschlagen, Mann! Fuck, 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 fuck! Den lass ich mir aber nicht entgehen hier. Der klickert doch noch, den er da hinten. Nein, Alter, dreh dich um! Ich hasse das, wenn er sich nicht umdreht. Wo lang? Okay, wir sind durch. Komm! Hier! Was? Ich lauf einfach weg. Das kannst du mir da nicht erzählen. Wo lang? Okay, wir sind durch. Komm! Hier! Lauf, Ellie! Manchmal ist es echt besser wegzulaufen. Du kannst mir nicht erzählen, wenn ich den jetzt hier... Alter! Au! Nein, danke! Wo kommt der Typ her? Warum? Scheiße. Warte kurz. Wo lang? Komm, hier! Oh Gott! Ich hab den Falschen getroffen. Ich wollte ihn hier treffen. Okay, tschüss. Bill, na los! Ich nutze die Dinger eh zu wenig. Ciao. Ich weiß gar nicht, ob es nötig gewesen wäre. Aber so haben wir das wenigstens mal gesehen. Sie kommen durch die Tür! Hast du diese Viecher? Pisst euch, ich alle hier. Du genauso, Drecksack. Brauchst du überhaupt nicht hier voll zu hecheln, Alter. Du genauso wenig. Okay, na los, wir sind Typen, das ist meine schöne Metallstange im Arsch. Ja, ich bin ja schon dabei, ich bin ja schon dabei, ich bin ja schon... Alter! Hallo, Alter! Ellie, du machst mir manchmal Kirre! Mann! Das war knapp! Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie! Beruhig dich erst mal! Dreh dich um und geh auf die Knie! Jetzt mach schon! Jetzt mach mal lang! Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein! Irgendein Ausschlag! Nein, verdammt, ich bin sauber! Wenn du auch nur zum... Verdammt nochmal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus! Löst alle Fallen aus! Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm! Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an! Wir sind hier, weil du Joel was schuldest! Oh. Also mach sofort diese Dinge ab! Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, pass du auf, du hast mir Handschellen... Du jetzt mal den Mund! Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr.
Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch.